herzlich willkommen zum heutigen EM Kia Auto Talk im schönen blauen Wagen vom Abi. Ja, Abi, die Achtelfinalbegegnungen sind vorbei. War eine Überraschung für dich dabei? Oder? Ja, dass Italien so früh ausgeschieden ist, hat mich schon gewundert, aber man hat auch gesehen, Pereira, meine Güte, die haben natürlich auch die ganzen Vorbereitungsspiele vorher schon schlecht gespielt. In ihren Gruppen schlecht gespielt. Ja, also das war jetzt dann nicht so eine große Überraschung gegen die Schweiz. Und die Schweiz hat eine starke Truppe. Schweiz unbestritten. Muss ich ganz ehrlich sagen, mit einer der Favoriten mit dabei. Die sind auch schon bei der letzten Weltmeisterschaft gegen einen späteren Finalisten ausgeschieden. Und ich muss ehrlich sagen, also was der Chaka da in Bielefeld macht, super. Hat alles Hand und Fuß. Ja, das, man sieht schon, der Chaka hat da so einiges reingebracht, auch glaube ich, Richtung Leverkusen. Ja. Ja, dieses Kurzpassspiel, also das funktioniert bei denen richtig gut. Aber wir werden abwarten. Geht weiter. Türkei, so. Österreich. Türkei war, boah, ich habe von vornherein gesagt, dass die Türkei weiterkommt. Ich weiß. Das weißt du, ich habe dir nicht sofort gesagt, jeder hat gesagt, du hast keine Ahnung und. Das habe ich nicht gesagt. Nein, aber viele, wo ich mitgesprochen habe, erzähl mir nichts, die Türken kommen nicht weiter. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass die Türkei 26 Torschüsse für Österreich habe ich. Ja, aber Tore entscheiden nun mal. Die Italiener haben früher auch immer mit 1-0 gewonnen und da waren andere Mannschaften auch besser. Also jetzt sagen, kommen wir zum Viertelfinale. Wollen wir mal noch ganz kurz was über die Türkei. Gerne. Ich fand, die Türkei hat sehr gut gespielt, stand hinten sehr gut und natürlich mit einer bombastischen Parade von dem Torwart. Wahnsinn, zum Feierabend. Vor allem hat er gut gemacht. Und da muss ich sagen, also ich habe vorher ihn ein bisschen kritisiert, aber da muss ich sagen, top gehalten. Ja, also stimmt. Wirklich top gehalten. Stimmt. Ja, okay. Viertelfinale, also wir fangen mit morgen an. Deutschland-Spanien. Ja, Deutschland-Spanien, meine Güte, was willst du da lange groß drüber reden? Du musst Spanien schlagen, wenn du da eine Runde weiterkommen willst. Natürlich haben die Spanier, wenn man ehrlich ist, natürlich eine richtig gute Truppe. Also technisch stark, wie immer. Also, da muss man wirklich sagen, die beiden Außen da mit Williams und Jamal, mein lieber Mann, der 16 Jahre, Bursche. Ey. Ja, die beiden Seiten muss ich erstmal zukriegen, da wird Kimmich einiges zu tun haben, meiner Ansicht nach. Ja, absolut. Aber die haben natürlich noch zwei, drei andere gute Spieler. Wie du schon gerade angeschnitten hast, im Mittelfeld sind, glaube ich, noch ein paar gute Jungs. Pedro, dann der Rodrigo und dann den Morata als Kapitän und Torjäger. Also da sind schon ein paar Klassen. Ja, man muss mal sehen, wie die Deutschen. Also aber wir haben auch Truppe, gute Spieler, oder? Ja, gar kein Thema. Aber also, wir haben auch gute Spieler. Es wird kein hohes Ergebnis geben. Ja. Ich kann mir gut vorstellen. Elfmeterschießen sogar. Ja, aber wo ich traue natürlich unserer Truppe einiges zu. Knapp sehe ich. Dreckigen Sieg. Ich würde dir ganz klar sagen, Peter, 1-0 für Deutschland. Und ich bin zurzeit sehr, sehr zufrieden mit Neuer und auch mit der Abwehr. Und deswegen glaube ich, dass wir da eine gute Chance haben, eine Runde weiterzukommen. Das andere nur, Spiel, nur wie gesagt, da werden wir abwarten. Ja. Aber man muss sehen, wie die Abwehr jetzt steht. Unbestimmt. Und ob die jetzt wieder zu ihrem zur alten Abwehr zurückkommen oder eben. Ich meine, die Viertelfinalbegegnungen, die haben wir jetzt schon in sich. Da geht es um die Wurst, es geht darum, um ins Halbfinale einzuziehen der Europameisterschaft. Kannst jetzt da Portugal nicht. Gegen Frankreich wird auch ein Knaller. Ja, wo da, glaube ich, werden die Franzosen gewinnen. Portugal halte ich nicht so für. Und so England-Schweiz? England-Schweiz wird interessant. Ich glaube, die Schweizer werden den Engländern Parole bieten. Und ich glaube, die Engländer sind auch gewarnt durch die Schweiz. Also muss man einfach so sehen. Schweiz hat ein super Turnier bis jetzt gespielt. Absolut top. Und die Engländer eigentlich nicht. Aber das heißt alles nichts. Das heißt im Endeffekt K.O.-System, Spiele. Da kann alles passieren. Es kann ja auch im Elfmeterschießen weitergehen für alle Mannschaften, was Portugal ja auch schon an Glück hatte. Dann haben wir noch ein Spiel, die Türkei gegen die Holländer. Gegen die Niederlande? Da bin ich mal gespannt, ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele gelbe Karten da die Türken bekommen haben, ob da einer gesperrt ist oder nicht. Und da werden wir abwarten. Also es werden auf jeden Fall tolle Spiele. Hundertprozentig. Tolles Wochenende wieder. Wir werden uns alle Spiele angucken. auf jeden Fall. Wünschen euch natürlich auch viel Spaß. Und vor allen Dingen bleibt die Stimmung in Deutschland so gut, wie sie war. Ja.
Richtig. Jetzt ist noch nichts passiert, weder große Schlägereien Gott noch sei Dank, sonst was. Gott sei Dank. Wunderbar. Gott sei Dank. Und ich freue mich auch schon wieder bald auf unseren Talk, unseren Schalker-Talk. Ja, der da geht freue auch ich mich auch bald wieder, weil es ist ja einiges passiert bei uns. Ja, ja. Ich werde erst die ersten Kommentare dazu geben, wenn ich. Naja, ich will wieder anfangen damit. Wenn ich jetzt wieder mal die Spiele sehe und auch weiß genau, wer da gekommen ist und dann werden wir sehen, was wir da als Kommentar abgeben. Ja, liebe Fans und Zuhörer, das ist die Aussage von unserer Legende, Rüdiger AB Abramczyk, der Flankengott. Wir wünschen euch alle schöne Spiele, Viertelfinalbegegnung, ja, wie der Abi das gerade schon gesagt hat. Und melden uns natürlich in der nächsten Woche wieder. Pünktlich zum Halbfinale. Jawohl, so ist es. So ist es. Und ich hoffe, dass unsere Deutschen dabei sind. Alles klar. Okay. Tschüss. Ciao.